Ja, hallo meine lieben kindgebliebenen Nature Chiller, die mindestens einmal ihre neue Uhr mit Kit, hol mich hier raus ansprechen. Wie ich euch ja letztens erzählt habe, war ich beim Decathlon einkaufen und da habe ich mir ein feststehendes Messer gekauft. Video ist schon raus und noch ein Messer von Quechua. 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 Quechua, glaube ich, spricht man es aus. Quechua. Was ich jetzt so mitbekommen habe. Ja, und das Messer möchte ich ganz gerne mit euch zusammen auspacken. Und jeder, der wissen will, werde ich nach dem Messer zusammenklappen oder werde ich von dem Messer begeistert sein, ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und das war mit Abstand das schlechteste Wortspiel, was ich jemals in meiner ganzen YouTube-Karriere gebracht habe. Trotzdem viel Spaß dabei. Ja, dann würde ich mal ganz frech behaupten, wir packen das Ding einfach mal aus. Das ist das Quechua MH100. Also die Verpackung ist schon mal sehr stabil. Ja, Himmel. Hallo. Jetzt auch einfach rausdrücken können, gell? So, Tisch sauber machen. Ja, ein kleines, feines Messerchen. Ah. Okay, so schaut das gute Stück aus. Boah, scharf ohne Ende. Ich habe gesehen, das gibt es in drei Ausführungen. Einmal diese Variante für die Erwachsenen, dann noch einmal mit abgerundeter Spitze für die Kinder und dann noch einmal für die Säufer unter uns. Hier hinten mit Korkenzieher. Ja, dann würde ich sagen, ich finde es gar nicht mal so verkehrt. Liegt gut in der Hand. Sauscharf. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den technischen Daten. Das Messer hat geöffnet eine Länge von 18,2 cm, wobei die Klingenlänge 8 cm beträgt. Fällt also noch nicht unter das Mitführverbot. Ein sich ständig wiederholender Satz in meinen Videos. Die Griffhöhe beträgt 21 mm und die Griffstärke beträgt 16 mm. Eingeklappt hat das Teil eine Länge von 10,5 cm und die Klingenstärke beträgt 2 mm. Das Gewicht liegt bei ca. 75 Gramm. Als Stahl wurde ein 5CR13 Stahl verbaut und das Messer arretiert im geöffneten Zustand, aber auch im geschlossenen Zustand. Wird hier als Kindersicherung angegeben, aber auch ein Kind bringt es fertig, diesen Knopf zu drücken, um sich dann mit dem wirklich sehr scharfen Teil zu verletzen. Das war es jetzt aber von den technischen Daten. Take 28, glaube ich. Das ist echt der Wahnsinn. Irgendwie bin ich heute verwirrt. Machen wir weiter mit meinem ersten Eindruck. So, ich versuche es heute mal etwas kürzer zu halten, was mir sowieso nicht gelingen wird. Also vergesst es wieder, was ich gerade gesagt habe. Wie ist denn nun mein erster Eindruck? Mein erster Eindruck ist eigentlich relativ positiv. Mir gefällt das Messer sehr gut, aber es gibt dann doch ein paar kleine Kritik. Also positiv finde ich schon mal, natürlich es ist ein China-Messer, aber es fühlt sich eigentlich sehr wertig an und liegt gut in der Hand. Es ist sauber verarbeitet. Die Klinge ist vielleicht etwas dünn mit 2 mm, aber dafür ist das Ding wirklich sau scharf. Mich erinnert es ein bisschen, aber wahrscheinlich nur wegen der Grifffarbe, an das Kiana von Florinox. Obwohl das optisch ja gar nicht so viel miteinander zu tun hat. Aber ich finde, von der Windschnittigkeit her schaut es irgendwie
sehr ähnlich aus. Übrigens hier beim Kiana, ich weiß nicht, ob man sie erkennt, habe ich das letzte Mal einen Stromschlag bekommen. Und dann hat es mir die Spitze hier weggebrutzelt. Voll gut, oder? Voll gut. Mir ist nichts passiert, keine Angst. Ich weiß nicht, ob man sie erkennt. Ja, Spitze weggebrutzelt. Ein Schlag gemacht, hat es einen Blitz gegeben und dann war die Spitze weg. Egal. Ja, mich erinnert es halt ein bisschen an das Kiana. Die Kritikpunkte, was ich anbringen wollte. Erstens mal die Arretierungsmethode mit diesem Druckknopf hier. Ich weiß nicht, wie lange das hält. Ich habe jetzt mal so einen Bericht über das Messer gelesen, wo jemand geschrieben hat, er hat das Messer seit über einem Jahr im Gebrauch und die Arretierung funktioniert immer noch einwandfrei. Ich weiß es nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Das muss ich erstmal beim Testen herausfinden, ob das so ganz mein Ding ist. Und was ich auch noch anmerken muss, aber das kann man, glaube ich, beheben, indem man die Schrauben nachzieht. Irgendwo wackelt, da ein bisschen. Da die Seite, da wackelt ein bisschen die Griffschale. Aber ich glaube, wenn ich das hier nachziehe, dann ist das auch wieder behoben. Das sind so die zwei Kritikpunkte, was ich habe. Ansonsten gefällt mir das Messer echt sehr gut. Ich muss es draußen testen, werde euch natürlich an dem Test teilhaben lassen. Und dann schauen wir mal, was ich weiterhin mit diesem Messer machen werde. Vielleicht landet es ja in meinem großen Gewinntopf von meinem 1000 Abonnenten Gewinnspiel Special. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank. Ich gehe jetzt aber auch nicht weiter darauf ein, auf das Thema, weil es wird noch ein extra Video dazu geben, wenn ich endlich Zeit finde, das zu drehen. Aber vielen lieben Dank, Leute. Ihr wisst gar nicht, wie mir diese Tatsache ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Nochmal vielen lieben Dank. Aber das soll es jetzt schon gewesen sein von mir und von meinem Video über das Quechua-Taschenmesser. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung zum Messer. Und dann schauen wir mal, wie sich's im Praxistest schlagen wird. Leute, geht raus! Nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber bitte, treibt es nicht zu wild. Sagt Nature Child.